darf der Referent das Wort geben. Besten Dank, guten Morgen miteinander, geschätzte Damen und Herren, Medienschaffende, herzlich willkommen an meinerseits zu dieser Medienkonferenz. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben, zu dem Thema hierher zu kommen und sich vertieft mit dem Thema zu beschäftigen, weil es wird so sein, dass unter dem Titel «Neue Ressourcierung Volksschule Aargau» ein schwieriges Thema ist, wo Ihre Leserinnen, Hörerinnen oder Zuschauerinnen auf den ersten Blick eher etwas weiter weg ist und sich herzlich wenig darunter vorstellen können. Und wenn, dann sicher in komplizierte Berechnungen und Zahlen, von denen Sie natürlich und wir alle ja immer Schwierigkeiten haben, genau zu wissen, wie sich das berechnet und vor allem eben, wie sich denn das auswirkt. Und Ihre Klientinnen, Zuschauerinnen, Hörerinnen, hätten auch recht, wenn sie das würden denken, weil es ist nämlich wirklich sehr komplex zurzeit zu erkennen und zu verstehen, wie die Schulen im Kanton Aargau ressourciert werden. Und an dem wollen wir arbeiten und es freut mich, dass Sie eben heute so zahlreich hierher gekommen sind. Und es geht heute also eben nicht um eine Gesetzesvorlage, also es geht nicht um irgendeinen Skandal, den wir irgendwann in einer Volksschule haben. Nein, wir haben wirklich etwas Inhaltliches und da wollen wir einen Schulversuch starten und ich freue mich sehr, dass sich die Zeit nehmen, hier in diese Materie sich eben auch das etwas vertiefter mit uns anzuschauen. Das Total der Lektionen, die schlussendlich im Kanton Aargau heute gesprochen werden in unserer Volksschule, das ist ja sehr gross. Das sind rund 800 Millionen im Jahr, wo wir auf irgendwelche Art Ressourcen im Kanton Aargau sprechen und die Schulen ausstatten. Und das setzt sich aus ganz verschiedenen Arten zusammen. Und im Verlauf der letzten Jahrzehnte sind da immer wieder neue Ressourcierungsarten, Elemente dazugekommen. Sehr bekannt zum Beispiel, viele von Ihnen werden das auch noch wissen, Deutsch Zusatz bzw. Deutsch als Zweitsprache, beides haben wir genannt, DATS. Das ist sicher etwas, was eben sehr prominent einmal gekommen ist. Das letzte Element, das wir jetzt neu dazugenommen haben, war 2012, eine neue Ressourcierungsart im Zusammenhang mit der damaligen Gesetzesvorlage Stärkung der Volksschule Aargau, bekannt vor allem mit dem Strukturwechsel 6.3. Dort drin war auch ein Element Zusatzlektionen für sozial besonders belastete Schulen. Das sind etwa 40% der Aargauer Schulen, die jetzt in Genuss kommen von so Zusatzlektionen. Das ist berechnet aufgrund von einem Index, Sozialbereich-Index, für die jeweiligen Schulstandorte. Etwa 40% der Aargauer Gemeinden können davon profitieren. Im Rahmen der letzten beiden Budgetdebatten im Grossen Rat haben Sie sicher auch festgestellt und auch mitbekommen, dass intensiv insbesondere über Massnahmen im Bildungsbereich diskutiert worden ist. Es ist unter anderem gegangen um Halbklassenunterricht, um Logopädie, um DATS, Deutsch als Zweitsprache, um Klassengrössen, um Wahlfächerangebot und um weitere Steuergrössen. Und jetzt ist es sicher so, dass sich alle Politikerinnen und Politiker vielleicht noch vorstellen können, was das heisst, wenn die Mindestzahl in einer Klasse um 2 Schüler angehoben wird, was das etwa könnte bedeuten. Wenn aber noch an weiteren Elementen eben dann geschaffen wird, die nicht in allen Gemeinden genau gleich greifen, dann wird es wirklich schwierig und kompliziert, die Summe, die Folgen von dieser Summe, von diesen verschiedenen Arten, die da vielleicht dann angelenkt werden, verändert werden, abzuschätzen. Und vor allem die Auswirkungen auf den Unterricht nachher können abschätzen. Dann kommt es dazu, gerade im Kanton der Regionen, aber das ist wie andere Kantone auch so, keine Gemeinde im Kanton Aargau ist wie die andere und auch keine Schule ist wie die andere. In den rund 220 Volksschulen, die der Kanton Aargau zurzeit hat, verfügen wir über sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen bzw. die Schulen. So hat jede Gemeinde eine andere Ausgangslage. Sie befinden sich eher im städtischen oder eher im ländlichen Umgebung. Je nach Arbeitsplatz und Wohnungsangebot in dem Dorf, in dieser Region, kommen die Kinder und die Jugendlichen aus Familien mit ganz unterschiedlichen beruflichen und bildungsmäßigem Hintergrund. Und ganz unterschiedlich ist selbstverständlich an jeder Gemeinde der Anteil an Fremdsprachigen. So gibt es noch diverse Schulen, wo der Fremdsprachenanteil der Schülerinnen und Schüler über 50% betragen. Wir sehen also, es ist sehr unterschiedlich und selbstverständlich ist es auch sehr unterschiedlich von der Größe her. Wir haben kleine, grössere Schulen, eben die Anzahl Schülerinnen und Schüler, aber auch die vorhandene Schulinfrastruktur ist in jeder Gemeinde ein bisschen anders
und auch die Zusammensetzung vom Lehrkörper, also von den Lehrpersonen, Lehrerinnen und Lehrer, ältere, jüngere, Männer, Frauen, ganz unterschiedlich. Und da dabei einen optimalen Einsatz von diesen Bildungsressourcen, von den 800 Millionen, können zu machen, in jeder Gemeinde und jeder Schule, dass das optimal ist, das ist sehr, sehr schwierig, das können Sie sich vorstellen. Und wir sind uns ebenfalls bewusst, dass gerade in Zeiten von knappen Ressourcen wichtig ist, dass die Ressourcen, die wir haben, dass sie ganz gezielt eingesetzt werden und selbstverständlich der grösstmögliche Nutzen daraus sollte entstehen für unsere Schülerinnen und Schüler. Und aufgrund von dieser inzwischen wirklich grossen Anzahl von ganz unterschiedlichen Ressourcenarten im Aargauer Volksschulbereich kann man sich durchaus und soll man sich durchaus die Frage auch stellen, ja, ist das die richtige Art, wie wir das machen im Kanton Aargau? Und diese Frage haben wir uns im Bildungsdepartement in der Abteilung Volksschule seit mehreren Jahren natürlich auch schon gestellt und intensiv jetzt seit 2014 haben wir daran gearbeitet. Wir haben darum im Aufgaben- und Finanzplan Budget haben wir einen Entwicklungsschwerpunkt kreiert und eingestellt. Der Gesamtregierungsrat und dann anschließend auch der Grossrat hat dem Vorschlag, nämlich die Zuteilung zu vereinfachen von den Ressourcen und zu vereinheitlichen, dem Entwicklungsschwerpunkt sehr positiv entgegengestanden und hat den aufgenommen und im Budget belassen. Und mit dem Beschluss vom Grossrat bereits auf Schuljahr 16/17, also auf diesen Sommer her, ein Jahr früher, als wir ursprünglich angedacht haben, mit einem entsprechenden Schulversuch zu starten, hat das Parlament vom Kanton Aargau das Anliegen sogar sehr prominent und stark weitergetrieben. Das Ziel ist, von diesem Schulversuch und von diesem Projekt auch, das Ziel ist, Vereinfachung von der Steuerung einerseits, dann auch die Senkung des administrativen Aufwands bei der Erhebung von diesen ganz verschiedenen Ressourcierungsarten und eine Verbesserung auch von der Planbarkeit bei der Abteilungsbildung und bei den Lehrpensen. Sie werden anschließend von den zwei Referenten dann da noch viel Detail sehen und hören. Die Idee ist also, die heute bestehende komplizierte Berechnungsart, ganz unterschiedlicher Art, die auf Schülerzahlen, aber auch auf individuellen Bedarf der einzelnen Kinder beruht, das abzulösen durch ein System, das im Grundsatz auf einer Pauschalzuteilung beruht. Das ist die Grundidee. Wie hoch jetzt eine solche Pauschale sein soll und welche Rahmenbedingungen, Rahmenvorgaben es trotzdem braucht dazu, damit die Schulen damit gut arbeiten können und sie dann auch zum Nutzen von unseren Schülerinnen und Schülern einsetzen können, das soll jetzt im Rahmen von dem ganzen Projekt, das wir nennen «Neue Ressourcierung Volksschule Aargau», das soll jetzt geklärt werden. Der Projektleiter von der ganzen Projektthematik ist der Herr Adrian Elsener, den wir angestellt haben, gezielt für da. Er wird Ihnen den anschliessenden Schulversuch genauer vorstellen. Und der Schulversuch ist eben ein Teil von dem ganzen Projekt, aber das ganze Projekt umfasst natürlich dann noch mehr. Aber ein ganz wichtiges Element ist jetzt der Schulversuch, den wir starten im Sommer. Es ist aber noch ganz wichtig, nebst der Vereinfachung vom ganzen System, nebst der Reduzierung des administrativen Aufwands und der besseren Planbarkeit gibt es noch etwas ganz Wichtiges, was uns auch ein Anliegen ist, was auch ein starker Teil ist von der ganzen Ansatz, dass wir die Ressourcierung im Aargau neu aufgleisen wollen. Seit Beginn des Jahrtausends, also kann man sagen, seit gut 10 Jahren ganz sicher, setzen wir im Kanton Aargau auf geleitete Schulen. Und zwar vor Ort in den Schulen aussen. Dabei wird den Schulen vor Ort erhebliche Kompetenzen, vor allem im Bereich der Personalführung, übertragen und sie nehmen die auch wahr und haben sie wahr zu nehmen. Mit den Schulleitungen, die wir heute auch einen Vertreter mit hier bei uns als Referent haben, mit den Schulleitungen gibt es vor Ort an den Schulen kompetente Profis, die mit den spezifischen Eigenheiten und Begebenheiten, den Bedürfnissen vor Ort von diesen Schulen bestens vertraut sind und wo besser wissen, sicher besser als wir im Departement, wie und wo ganz gezielt die Ressourcen, die schlussendlich 800 Millionen, richtig eingesetzt werden können. Die Pauschalzuweisung von Ressourcen wäre darum ein grosser, aber ein konsequenter und ein logischer Schritt in dieser Richtung, wo wir gehen.
dass man Kompetenzen vermehrt vor Ort geben wollen. Mit der neuen Ressourcierung der Volksschule wollen wir darum den Schulen ein weiteres Instrument in die Hand geben, damit sie die individuelle Schulsituation an ihrem Ort, die vorhandenen Eigenheiten und Unterschiede angemessen berücksichtigen können. Der Handlungs- und Gestaltungsraum der Schulen vor Ort wird damit erheblich erweitert. Und die lokalen Schulorganisationen können durch das in ihrem Handeln und ihrem Wirken weiter gestärkt werden. Sie übernehmen aber auch eine zusätzliche Verantwortung durch das, nämlich durch das, dass sie viel mehr Einfluss haben auf die Gestaltung, auf den Einsatz der Ressourcen. Sie übernehmen auch die Verantwortung über die Wirkung und die Qualität von dem Einsatz der Ressourcen an ihrer Schule und im Unterricht und damit noch vermehrt auch Verantwortung für den Lernerfolg der einzelnen Schülerinnen und Schüler. Pauschalierte Ressourcierung allerdings in unterschiedlicher Ausprägung kennt man übrigens bereits in diversen Kantonen, aber jeder Kanton hat wieder eine andere Art. Unser Schulversuch, den wir jetzt den Sommer starten und werden starten, der basiert auf einer sehr weitgehenden pauschalierten Ressourcierung. Und die Schulleitungen von den 11 ausgewählten Versuchsschulen, die den Sommer starten werden, die werden jetzt erste Erfahrungen damit machen können. Wir sind natürlich als Departement sehr gespannt, wie und vor allem wie anders als die Schulen jetzt damit werden umgehen, gegenüber der heutigen Art, wie wir Ressourcen entsprechen und einsetzen. Der Schulversuch wird darum auch sehr stark uns einen Aufschluss geben, welche Rahmenbedingungen und Instrumente da allenfalls geschaffen werden müssen, damit wir dann später in der zweiten Phase dran könnten gehen, eine flächendeckende Einführung im ganzen Kanton Aargau zu machen. Soweit sind wir aber noch nicht. Das wäre ein grosser Schritt. Jetzt braucht es den ersten Schulversuch. Und jetzt übergebe ich das Wort gerne dem Projektleiter, Adrian Elsner, der Ihnen das wird vertiefter vorstellen. Geschätzte Medienschaffende, geschätzte Damen und Herren, besten Dank für Ihre Anwesenheit auch von meiner Seite und besten Dank an Herrn Hürzler für die ausführliche Einleitung. Bereits zum Gesamtprojekt der neuen Ressourcierung. Gerne gehe ich in der Folge insbesondere auf den Schulversuch ein. Der Schulversuch, der wie angetönt eine Vergrößerung des Handlungsspielraums der lokalen Schulen anstrebt und damit das Ziel hat, die Wirksamkeit des Unterrichts vor Ort zu vergrößern. Gerne zeige ich Ihnen in der Folge auf, welche Schulen am Schulversuch teilnehmen, mit welchen Werkzeugen im Schulversuch der Gestaltungsspielraum erweitert wird und wie der Zeitplan des Schulversuchs aussieht. Die Vermutung, die wir hatten, dass ein erweiterter Handlungsspielraum ein Bedürfnis der Schulen abdeckt, hat sich im letzten Herbst bestätigt, als auf die Ausschreibung für den Schulversuch sich 30 Schulen angemeldet haben, die gerne gesagt haben, wir würden gerne an dem Schulversuch teilnehmen. Von diesen 30 Schulen konnten 11 berücksichtigt werden. Wir haben dabei geschaut, dass Schulen mit unterschiedlichen Stufen, unterschiedlichen Organisationsformen, unterschiedlichen sozioökonomischen Bevölkerungsstrukturen und unterschiedlichen Schulgrössen, unterschiedlichen Anzahl Schüler berücksichtigt werden können. So sind wir überzeugt, dass wir möglichst aussagekräftige Versuchsergebnisse erreichen können. Gleichzeitig ist stark darauf geschaut worden, dass wir eine gute geografische Verteilung im ganzen Kanton Aargau erreichen können. Wir freuen uns sehr, dass die auf der Karte farbig eingefärbten Schulen am Schulversuch teilnehmen. Es ist das Primarschule Brittnau, Primarschule Kreuzlibach, das ist eine Kreisschule von 6 Primarschulen im Nordosten des Kantons mit den Schulstandorten Reckingen und Wislikofen. Es ist Primarschule und Oberstufe Gebensdorf, Primarstufe Herznach, Primarstufe Hirschtal, Primarstufe Lupfig, Primar- und Oberstufe Muri, die Oberstufe Regio Laufenburg, die Primarstufe Rheinach, die Oberstufe Kreisschule Rohrdorfenberg und Primarstufe Rupperswil. Wie angekündigt, zeige ich Ihnen gerne im zweiten Punkt auf, mit welchen Werkzeugen die Schulen im Schulversuch den Gestaltungsspielraum gegenüber heute erweitert wird. Im Mittelpunkt des Schulversuchs steht ein pauschales Ressourcenkontingent.
Das bedeutet, dass im Schulversuch die 11 teilnehmenden Schulen sämtliche Ressourcen, und bei Ressourcen reden wir immer von Lektionen, sämtliche Ressourcen in Form von einem Kontingent, von einem Paket im Vorfeld vom Schuljahr zugesprochen bekommen. Das Paket, das widerspricht der heute gültigen Ressourcenstruktur ganz zentral. Heute meldet eine Schule einen Ressourcenbedarf in Form von Lektionen beim BKS an. Das BKS prüft den Bedarf und bewilligt anschliessend die Lektionen anhand der gültigen Rechtsgrundlagen. Die historisch gewachsene Ressourcenstruktur basiert auf über 10, der Herr Hürzler hat es gesagt, verschiedenen Ressourcenarten wie Grundausstattung für den Regelunterricht, Heilpädagogik, Sprachheilunterricht oder Deutsch als Zweitsprache. Sie sehen die Struktur auf der linken Seite der Folie anhand der heutigen Situation auf der Primarstufe. Die aufgeführten Ressourcenarten definieren dann immer genau den Verwendungszweck einer Lektion. Eine Heilpädagogik-Lektion kann nicht für Deutsch als Zweitsprache verwendet werden. Auch dann nicht, wenn es in einer spezifischen Situation mal pädagogisch sinnvoll wäre. Aufgrund von dem schränkt die Struktur die Schulen sehr stark ein und nimmt keine Rücksicht auf die lokalen Rahmenbedingungen. Der Schulversuch will jetzt die Einschränkungen auflösen. Im Schulversuch bekommen die 11 teilnehmenden Schulen alle Ressourcen in Form eines pauschalen Ressourcenkontingents. Das pauschale Ressourcenkontingent wird im Vorfeld vom Schuljahr gesprochen. Das bedeutet, wie Sie es auf der rechten Seite der Folie sehen, dass die Unterteilung in die starren Ressourcenarten und Funktionen wegfällt. Die Versuchsschule kommt die Ressourcen über, setzt sie gemäss der eigenen Einschätzung frei ein und sorgt so für eine möglichst grosse Wirkung und ein adäquates Bildungsangebot gemäss Schulgesetz. Gerne zeige ich Ihnen das auf anhand von ein paar Beispielen. So kann es sein, dass eine Schule das Kontingent so einsetzt, indem sie möglichst kleine Abteilungen oder Klassen bildet. Sie setzt für das sämtliche Lektionen vom Kontingent für die Erfüllung der Stundentafel ein und verzichtet auf Teamteaching oder Halbklassenunterricht. Eine andere Schule, die gleich viele Lektionen bekommt, sagt sich, wir möchten lieber grosse Abteilungen bilden und haben dafür einen Haufen Lektionen oder mehrere Lektionen für Halbklassenunterricht oder Teamteaching. Und eine dritte Schule, die vielleicht auch gleich viele Lektionen bekommt, verzichtet auf Halbklassenunterricht und vergrößert dafür den Anteil an Heilpädagogik-Lektionen, weil sie in ihren Rahmenbedingungen das als besonders sinnvoll oder pädagogisch besonders wirkungsvoll erachtet. Die Liste könnte beliebig weitergeführt werden. Wir sind überzeugt, dass die Schulen vor Ort viele weitere eigenständige Ideen haben, wie man mit Ressourcen am sinnvollsten umgeht. So kann erreicht werden, dass mit den bestehenden Ressourcen eine grosse Wirkung erzielt wird und stark auf die lokalen Rahmenbedingungen abgestützt wird. Das Ressourcenkontingent verschafft den Schulen die dafür nötige Flexibilität und ermöglicht mehr Handlungsspielraum. Gleichzeitig legen wir aber Wert auf die Feststellung, dass auch im Schulversuch bei allen Entscheidungen zwingend Bildungsrecht der Lernenden, von den Kindern, von den Schülerinnen und Schülern, um die geht schlussendlich, und die Stundentafel eingehalten werden muss. Als zweites Element bekommen die Schulen im Schulversuch die Möglichkeit vom Übertrag von Lektionen. Das bedeutet, dass im Kontingent enthaltene Lektionen, die man im heutigen, im laufenden Schuljahr nicht beansprucht, aufs kommende Schuljahr übertragen werden können. Mit dem können insbesondere Schwankungen in einzelfallbezogenen Ressourcenarten wie Deutsch als Zweitsprache oder verstärkte Massnahmen ausgeglichen werden. Die Übertragsmöglichkeit stellt einen zusätzlichen Anreiz dar, die Ressourcen bewusst und zielgerichtet einzusetzen und so zu begünstigen, dass mit einer Lektion in jedem Fall die pädagogisch maximal Wirkung erzielt wird. Damit es verhindert werden kann, dass eine Schule ganz viele Lektionen ansammelt,
ist der Übertrag auf maximal 5% vom Kontingent beschränkt. Mit den geschilderten Anpassungen im Kontingent und im Übertrag erhöht sich im Schulversuch die Verantwortung vor Ort. Die Schulleiterinnen und Schulleiter sind aufgefordert, zusammen mit den Lehrpersonen mehr Verantwortung zu übernehmen. Insbesondere für die Wirkung der eingesetzten Lektionen. Grosse Beachtung ist darum, der Planung eines Schuljahres zu schenken. Die Planung liegt in der Verantwortung der Schulleitungen. An dieser Planung müssen aber alle betroffenen Lehrpersonen einbezogen werden. Der Herr Regierungsrat Hürzeler hat es in der Einleitung gesagt. Der Schulversuch stellt ein wichtiges Element dar in die Richtung von einer neuen Ressourcierung für die Volksschule im Kanton Aargau. Er soll zeigen, wie eine Pauschale in den Schulen umgesetzt wird. In einem Punkt wird sich aber der Schulversuch von einer möglicherweise später flächendeckend einzuführenden Ressourcierung unterscheiden. Das Kontingent, das Sie auf der Folie sehen, berechnet sich anhand der heute gültigen Verordnungen. Das heisst, es wird jede einzelne Ressourcenart angeschaut, berechnet, wie viele Lektionen es gibt und das summiert. Das kann und soll in einer zukünftigen Ressourcierung nicht mehr so passieren. Hat aber unter den aktuell gültigen Rahmenbedingungen im heutigen Umfeld und unter dem vorliegenden Zeitplan nicht anders gelöst werden. Für die Berechnung der zukünftigen Ausgestaltung der Ressourcenpauschale wird gleichzeitig parallel zum Schulversuch eine konzeptionelle Grundlagenarbeit geleistet und so eine neue Ressourcierung erarbeitet. Dabei wird immer wieder auch auf Erfahrungen und Rückmeldungen aus dem Schulversuch gelöst. Aufgrund von dem, dass wir die heutige Ressourcenverordnung als Basis für die Rechnung des Kontingents anziehen, kann garantiert werden, dass Versuchsschulen bezüglich der Anzahl Lektionen weder bevor noch benachteiligt werden. Es ergänzt sich so auch für die Gemeinden wie auch für den Kanton bei der Ressourcierung durch den Schulversuch keine maßgeblichen Kostenveränderungen. Der Schulversuch startet mit dem nächsten Schuljahr 2016-17 und dauert vorläufig 2 Schuljahre. Aufgrund der benötigten Zeit der Planungsarbeiten vom nächsten Schuljahr haben die Versuchsschulen bereits Anfangsjahr faktisch mit dem Schulversuch angefangen. So sind Schulleiterinnen und Schulleiter der Versuchsschulen bereits heute an der Planung des nächsten Schuljahres und entwickeln dabei Strategien, wie der erweiterte Handlungsspielraum ausgenutzt werden kann. Bei einem erfolgreichen Verlauf des Versuchs und einer grossen Wahrscheinlichkeit, dass die Regelungen der Versuchsphase zukünftig flächendeckend umgesetzt werden, ist eine Überbrückung des Schulversuchs für die 11 Schulen bis zur flächendeckenden Umsetzung denkbar. Die flächendeckende Umsetzung mit einer neuen Ressourcensteuerung für die Volksschule im Kanton Aargau ist frühestens auf Schuljahr 2020-2021 geplant. Die Versuchsschulen werden während des Schulversuchs vom Departement BKS ihrer teilweise neuen Aufgaben und Funktionen begleitet. Die Unterstützung passiert in Form von Vernetzung, Planungsinstrument und Beratung. Gleichzeitig wird der Schulversuch von einer verwaltungsexternen Stelle evaluiert. Neben der Prüfung vom Erreichen der Projektziele werden die Aussagen zu Auswirkungen und Handlungsempfehlungen hinsichtlich der flächendeckenden Umsetzung angestrebt. In diesem Evaluationsverfahren werden neben den beteiligten Schulleitungen auch weitere Akteure, wie beispielsweise Schulpflege oder Lehrpersonen, einbezogen. Wir sind in einem Einladungsverfahren sind für die Evaluation 6 externe Institutionen um eine Offerte angefragt worden. Aktuell werden die Offerten geprüft. Detailliertere Aussagen zum Vorgehen und zu der evaluierenden Institution sind daher erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich. Sie haben es den Ausführungen entnommen. Der Hauptteil des Schulversuchs findet in den 11 teilnehmenden Schulen statt. Die Schulen sind jetzt gefordert, Strategien zu entwickeln, wie der Handlungsspielraum optimal genutzt werden kann. Es freut mich darum sehr, dass Ihnen der Hubi Anderhub, der Schulleiter der Schule Muri im Freien Amt,
anschliessend aufzeigen wird, mit welcher Motivation seine Schule in Versuch einsteigt und wie er gedenkt, den Spielraum auszunutzen. Gerne übergebe ich ihm das Wort. Ja, geschätzte Anwesende, als Vertreter der 11 Versuchsschulen freue ich mich, heute von meiner Motivation am Schulversuch teilzunehmen zu berichten. Und ich beschreibe Ihnen gern, wie wir in Muri mit dem erweiterten Handlungsspielraum umgehen wollen. Ich möchte aber auch ein Stück weit aufzeigen, mit welchen Herausforderungen dass die Schulversuche, Versuchsschulen rechnen müssen. Ein kleinerer administrativer Aufwand, bessere Planbarkeit vom Schuljahr, flexibler Einsatz der Ressourcen und ein Übertrag von nicht verwendeten Lektionen ins kommende Schuljahr. Das sind Versprechungen, die mich als Schulleiter aufhorchen haben. Und ich habe mich instinktiv sofort damit auseinandergesetzt, an diesem Schulversuch teilzunehmen. Speziell am Uri ist, dass wir seit mehreren Jahren auch mit einem finanziellen Globalbudget arbeiten. Und die sehr positiven Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, haben mich zusätzlich bestärkt. Und nicht zuletzt habe ich ein Schulleitungsteam hinter mir, das sich sehr schnell für das Projekt hat begeistern lassen. Und so habe ich mich für die Teilnahme, für die Bewerbung an diesem Schulversuch entschieden. Die Anlage des Schulversuchs verspricht den teilnehmenden Schulen einen erhöhten Handlungsspielraum und mehr Eigenverantwortung. Ich glaube, alle 11 Versuchsschulen nehmen die zusätzlich gewonnene Verantwortung gern wahr und tragen mit ihrer Teilnahme am Schulversuch dazu bei, dass wichtige Erfahrungen und Erkenntnisse für eine flächendeckende Umsetzung gewonnen werden können. Ich bin als Schulleiter aber auch von einer positiven Wirkung, von einer globalen Ressourcierung auf die Schulqualität überzeugt. Vor allem dann, wenn es den Schulen gelingt, die Ressourcen effizient, gezielt und klug in den Begebenheiten vor Ort angepasst einzusetzen. Das Konzept des Schulversuchs sieht auch vor, dass die einzelnen Versuchsschulen werden Versuchsphasen eng miteinander zusammenarbeiten. In der Schule Muri tut sich damit die Möglichkeit bieten, geografisch verteilt auf den ganzen Kanton, verschiedene Schulen kennenzulernen und mit den einzelnen Schulleitenden in Kontakt zu treten. Und ich bin überzeugt, dass damit alle beteiligten Schulen voneinander gegenseitig profitieren können. Der Einsatz von globalen Ressourcen kann auch die Eigenverantwortung der Lehrpersonen stärken. Regt sie auch zum Mitdenken und Mithandeln an. Und damit wird auch ein wichtiger Beitrag zur Steigerung der Zufriedenheit am Arbeitsplatz ermöglicht. Für mich ergibt sich aus dem Schulversuch, aus dem Projekt gewissermaßen für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation. Die Einführung eines Ressourcenkontingents stellt die Schule vor neue, teilweise auch interessante Herausforderungen. Bisher gebundene Lektionen können neu bei Bedarf in einem anderen Zweck zugeführt werden. Im Schulversuch ist es zum Beispiel vorübergehend möglich, Lerngruppen zu bilden, die die Grösse der Höchstschülerzahl überschreiten. Mit dem Einverständnis der beteiligten Lehrpersonen können Klassen zum Beispiel in einzelnen Fächern zusammengefügt werden und damit frei werdende Lektionen in einem erweiterten, in einem anderen Angebot zugefügt werden. Folgendes Beispiel soll die Vorgehensweise veranschaulichen. Der Lehrplan der ersten Klasse der Oberstufe sieht 2 Wochenlektionen Musik vor. Bei 2 Parallelklassen ergibt das 4 Wochenlektionen.
An einer Schule unterrichtet ein Musiklehrer, der fähig ist und es versteht, auch in einer grossen Klasse mit 30 bis 40 Schülern tollen Musikunterricht zu bieten, die Schüler zu begeistern und auch in einer grossen Gruppe die einzelnen Schüler entsprechend zu fördern. Die Schule entschließt sich deshalb im Schulversuch, eine Musiklektion oder für eine Musiklektion zwei Klassen oder die beiden Klassen zusammenzuführen. Damit wird eine Lektion frei, die kann eingesetzt werden, zum Beispiel im Fach Französisch, wo du dann möglichen im Teamteaching mit Halbklassen zum Beispiel Konversation, die mündliche Konversation gezielter und besser zu üben. Das Beispiel steht für mich stellvertretend für unzählige Möglichkeiten, die sich mit innovativen Ideen umsetzen lassen. Es zeigt aber auch auf, dass die Bereitschaft der betroffenen Lehrpersonen muss da sein, Änderungen anzugehen und Änderungen in Kauf zu nehmen. Dass die beschriebene Umsetzungsmöglichkeit oder ähnliche Umsetzungsmöglichkeiten nicht willkürlich und ziellos vollzogen werden, müssen die Schulen ein Konzept verfolgen, das sich nach dem pädagogischen Ziel der einzelnen Schulen ausrichten. Die Lehrpersonen müssen hinter dem Konzept stehen und schlussendlich soll auch die Qualität des Unterrichts damit gesteigert werden. Ein konzeptloser und willkürlicher Einsatz von Ressourcen, glaube ich, lässt jeden Schulversuch schlussendlich scheitern. Das erwähnte Beispiel verdeutlicht für mich, dass die pauschale Zuweisung der Ressourcen den Schulen vor Ort einen erhöhten Handlungsspielraum erlaubt. Damit verbunden ist aber auch eine Erhöhung der Verantwortung der Schulleitenden. Und setzt bei den Akteuren der Schule in gewisser Masse einen Paradigmenwechsel voraus. Schließlich muss Bereitschaft entstehen oder da sein, eben mit einer sehr grossen Musikklasse zu unterrichten. Ein solcher Wechsel kann an einer öffentlichen Schule nicht von heute auf morgen realisiert werden. Und setzt von mir aus gesehen einen Entwicklungsprozess von mehreren Jahren voraus. Es wäre deshalb vermessen zu erwarten, dass ich Ihnen heute ein fertiges Konzept zur Umsetzung der Neuressourcierung an der Schule Muri präsentieren kann. Äußerst sportlich Zeitplan. Sie sehen, vom Zeitpunkt der Bewerbung bis zum Abschluss der Pensenplanung verstreiche ich rund 5 Monate. Also der Zeitplan verunmöglicht oder schränkt die Möglichkeiten der Schulen ein. So sind an einer grossen Schule im ersten Versuchsjahr kaum umfangreiche Veränderungen zu erwarten oder zu realisieren. Der Umgang mit den Ressourcen, die Definition der längerfristigen Ziele und die Verwaltung der Ressourcen werden vorerst in den Fokus der Arbeit rücken. Ich hoffe oder ich erhoffe mir im zweiten Versuchsjahr, wo wir etwas mehr Vorlaufzeit haben, dann tiefergreifende und konkretere Massnahmen können umsetzen. Die Schule Muri nimmt als Gesamtschule mit Kindergarten, Primarschule und der Oberstufe, also Sekundar, Bezirks- und Realschule am Schulversuch teil. Die Strukturen und die Ressourcenzuteilung an diesen beiden Stufen tut sich recht gross oder stark unterscheiden. Aus diesem Grund setzen die beiden Schulstufen im ersten Versuchsjahr auch unterschiedliche Prioritäten und Ziele.
Kindergarten und Primarschule setzen die Stärkung des Klassenteams ins Zentrum. In den meisten Klassen der Primarstufe sind viele Fachpersonen, zum Beispiel integrierte Heilpädagogik, Logopädie, Deutsch als Zweitsprache, Psychomotorik, Klassenassistenzen usw. beteiligt. Für die Kinder ist diese Vielfalt an Beziehungspersonen nicht immer optimal und mit einer fundierten Bedarfsabklärung der unterschiedlichen Ressourcen für jede Klasse und damit verbundenen gezielten und effizienten Einsatz der Lektionen soll eine Verbesserung dieser Situation geschaffen werden. Und damit eine bestmögliche Förderung von allen Schülern. Die Oberstufe, also Sek, Real und Bezirksschule, setzt den Fokus auf ein breites und vielfältiges Angebot an Wahlfächer. Durch Optimierung des bestehenden Angebots, z.B. durch Zusammenlegung von Abteilungen, werden zusätzliche Ressourcen für weitere Wahlfächer geschaffen. Die Zusammenarbeit unter den drei Oberstufenzügen soll intensiviert und stufenübergreifende Wahlfachklassen, z.B. im Fach Praktikum oder Projekte und Recherchen oder nach Möglichkeit selbstverständlich auch in weiteren Fächern, soll damit ermöglicht werden. Die Schul- und Stufenleitungen müssen in den nächsten Wochen intensiv sich mit der konkreten Umsetzung auseinandersetzen und geeignete Massnahmen treffen. Gilt es doch, ca. Ende März mit der Stellen- und Pensumplanung fertig zu sein, damit das neue Schuljahr tiptop vorbereitet werden kann. Mit grosser Spannung erwarte ich von den anderen 10 Versuchsschulen erste Berichte über ihre Umsetzung im Schulversuch und freue mich auf einen Schulversuch, der es uns als Schule Muri erlaubt, im Rahmen der erweiterten Möglichkeiten Ideen zu entwickeln, die letztendlich unsere Schülerinnen und Schüler von denen profitieren können. Merci für Ihre Aufmerksamkeit. Danke den 3 Referenten für die Ausführungen. Dann wäre jetzt die Gelegenheit für Sie, Fragen zu stellen im Plenum. Und im Anschluss gibt es die Möglichkeit, noch zu einzelnen Referentenstatements oder Interviews abzuholen. Wem darf ich das Wort geben? Ich habe noch eine kleine Frage. Ressourcenverteilung ist ja Geldverteilung. In diesen 11 Gemeinden, und wie viel kostet das alles? Und das macht eure Zahlen, wenn Sie sagen 800 Millionen bei 220 Schulen. Volksschulen sind doch ein bisschen. Ich hoffe, als ihr die, Herr Els, noch beantworten könnt, ich kann es noch nicht ausrechnen, weil die Arbeit muss ja jetzt auch gemacht werden. Und das ist eben noch ein spezieller am Schulversuch. Wir tun gleich aufgrund der heutigen Verordnungen ausrechnen, zum Beispiel für die Schulmauri, wie viele Ressourcen hätten sie, und dann können sie es auch pauschal über einsetzen. Und die Meldungen, die müssen ja jetzt zuerst alle auch noch kommen. Und darum kann man es sicher nicht im Detail sagen, aber eine grobe Schätzung hätten wir können machen. Aber ich habe die Zahl nicht, ich kann nur sagen, dass eben die 800 Millionen sich an denen aufteilen, ein Drittel, 35% Gemeinden, 65% Kanton. Aber ich kann die Frage nicht beantworten. Ja, mir geht es ähnlich. Also für uns, durch das, dass sich nichts verändert für den Kanton, ist die Frage nicht im Zentrum gestanden. Was ich kann sagen ist, wir reden von 11 Gemeinden, insgesamt, oder 11 Schulen. Insgesamt haben wir 220 Schulen im Kanton. Das ist etwa ein Zwanzigstel von diesen 800 Millionen. Sie können selber das ausrechnen. Wir haben, wie ich es gesagt habe, Schulen, kleine Schulen genommen, wir haben grosse Schulen genommen. In dem Sinn sind wir da recht ausgewogen, von dem her plus minus der 20. jetzt als erste Schätzung entspricht etwa der Realität. Weitere Fragen? Wie ist der Unterschied nachher für die Quelle und die Lieder, so wie ein Aufwand her? Also, wir müssen ja jetzt auch schon planen und nachher muss man auch viel mehr planen. Was tun Sie denn so? Wie kann man sich da vorstellen? Auf den ersten Moment oder auf den ersten Blick
ja, tönt es nach mehr Aufwand, weil Zusammenarbeit muss intensiviert werden. Ich sage aber, oder ich habe vorhin gesagt, für mich entsteht eine Win-Win-Situation. Und wenn eine Lehrperson mit guten Ideen sich einbringen kann und etwas, wo die Lehrperson mit Lust umsetzen will und die Schule kann das ermöglichen durch die neue Ressourcierung, dann ist das schlussendlich dann ein Gewinn für die Lehrperson. Und wie ich es schon erwähnt habe, steigert da dann die eigene Zufriedenheit. Und vielleicht ergänzend kann man sagen, also das Vollpensum von einer Lehrperson verändert sich nicht. Auch die Lehrpersonen haben heute Jahresarbeitszeit an der Volksschule im Kanton Aargau. Die Ansprüche an die Jahresarbeitszeit verändern sich durch den Schulversuch nicht. Und meine Ergänzung noch, wenn wir von Vereinfachung reden, dann reden wir von administrativen Arbeiten, vor allem auch zwischen Schulleitungen und Departementen. Insbesondere wenn es dann umgesetzt wäre, flächendeckend eingeführt wird, wenn es wirklich eine Pauschale gibt, dann würden natürlich all die Arbeiten, wo eine der Hauptelemente ist, die man gehört sagen, zum Beispiel verstärkte Massnahmen, ist jetzt irgendein so ein Stichwort, das heute auch ein Teil davon ist, wo sehr viel Aufwand für die Schulleitung, zum Teil aber auch für die Lehrpersonen betrifft, wo inskünftig vor Ort geregelt werden kann, ohne die vielen administrativen Papiere, die dann müssen erfüllt werden. Aber das darf man auch nicht verhehlen. Und darum freut es mich, als 30 Schulen aber gesagt haben, wir wollen den Weg gehen. Das heisst, es war eine Motivation rum. Jeder Schulversuch ist immer mit Aufwand verbunden. Man ist eben ein Pilot, man ist ein Schulversuch, eine Versuchsschule, genau. Also das heisst nicht, eben, dass alles schon standardmäßig daherkommt. Und darum wird es sicher auch so sein, dass wir jetzt auch versuchen, zu unterstützen, zu helfen, so wie es der Elsner gesagt hat, in diesen 11 Schulen, die sich auf den Weg begonnen haben, die für uns testen.